Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Pokémon Y Battle mit 4 gegen 4. Ich kämpfe gegen Tim und habe wieder moderatorische Unterstützung. Hallo Leute, ich bin's, Fliegi. Janine hat dabei Durengard, dann Knackrack, Fiaro und Don Dragon, mein Dragoran. Und Tim hat dabei Ninjatom, Despotar, Elevoltec und Durengard. Ein geiles Team, allein Ninjatom. Und dann wollen wir mal den Kampf sofort starten. Bin ich mal gespannt. 4 gegen 4, das ist auch mal was Neues. Tim will mit dir kämpfen! Ja, er wollte 4 gegen 4 machen, weil er noch zwei Viecher, die ich noch nicht fertig hatte. Und da haben wir das erste Mirror-Match. Durengard gegen Kitetsu der dritten Generation. Geil. Dann bin ich mal gespannt. Ja, er kommt sofort mit dem Nachthieb an. Oh, das ist eine geniale Attacke eigentlich auf Durengard, weil man erwartet die halt nicht. Dann noch ein Volltreffer. Ja. Ich mache ihn erstmal schön hier, ne? Man kennt es ja. Und leider hat mein Kitetsu den Schwächenschutz nicht drin. Ich habe den Schwächenschutz einfach nicht angelegt gehabt. Ah, mies. Ja, der wäre hilfreich gewesen. Ja. Kommt dann mit dem Königsschild an. Und meiner geht daneben. Da habe ich gedacht, komm, jetzt haust du mal ein bisschen auf die Kacke. Mit. Tada! Schattenstoß! Wie originell! Und zack, es ist weg. Krass, Alter. Das hat ordentlich reingehauen. Ja, also mit dem Schwert ans Feuer. Hammer. Da kommt schon Elevoltec. Ja. Der wahrscheinlich den Feuerschlag kann. Wäre es möglich? Ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, es war der Königsschild. Langsam animiert das Spiel. Und es kann Erdbeben. Erdbeben, okay. Ja. Ja, das ist klar. Dann hat er wahrscheinlich Erdbeben anstatt Feuerschlag. Mhm. Na ja, komm, jetzt haust du einmal richtig drauf. Ein bisschen Schaden reinkloppen. Und es ist leider nicht krass. Weg. Nee, leider nicht, aber. Aber es hat ordentlich reingehauen. Dafür, dass es ein Elevoltec ist? Ja. Krass. Hätte ich den Schwächenschutz drauf gehabt, dann wäre es weg. Dann wäre es auf jeden Fall weg gewesen. Aber das war's für meinen Kitetsu der dritten Generation. Es ist leider zerbrochen. Aber ich habe noch meinen Jetclaw. Okay. Und ich finde es einfach besser, wenn man Akrobatik drauf hat. Ja. Ohne Schaden einfach schnell töten. Mit Orkanschwinge. Was willst du mehr? Ja, richtig. Und da kommt Tyranita. Solange du Jetclaw hast, es bringt sein Ninjaturm ihm ja auch nichts mehr. Ja. Deswegen werde ich auch, glaube ich, auswechseln. Aber komisch, dass er Despotar im Team hat und Ninjaturm. Weil Ninjaturm kriegt ja durch den Sandsturm Schaden und er ist tot. Ja. Ah, das ist ein guter Wechsel. Oh ja. Ich meine, das Puste macht mir nicht viel aus und ich kann ordentlich draufknüppeln. Ja. Und mein Knacker hat Durst. Es hat Blutdurst. Mhm. Und sieht so geil aus, so episch diese ich bin stärker als du halt. Ja, mit den ganzen Zehen, sag ich mal, vorne noch dran. Mhm. Und diesen Klingen sieht richtig episch aus. Ja. Übrigens ein Volltreffer. Ja. Ja, jetzt kommt sein Ninjaturm und das geht ja auf jeden Fall drauf, egal was ist. Ja. Also es ist Tim heißt er, ne? Genau. Es ist nicht schlau, Ninjaturm mit Sandsturm im Team zu spielen. Nee, überhaupt nicht. Aber ich hab gedacht, komm, wechsel es einfach mal aus. Blutsauger. Blutsauger? Verstehe ich auch nicht, weil es hat ja keine KP, die es hochhalten kann. Ja, aber soll mich nicht stören. Ja. Aber lustig ist es trotzdem. Und tschüss. Schnell der Balken einfach so. Ja, richtig cool. Schade. Ja, war ein kurzer, knackiger Kampf, aber hat Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, der Tim wollte auch eine Revanche haben, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht wirklich. Ja, soll er Bescheid sagen. Ich verdaddel sowas gerne mal. Aber sie schreiben mich immer an, ob man jetzt eine Revanche machen kann. Und ich nehme es gerne entgegen. Und an dieser Stelle, ich nehme gerne Herausforderungen an. Immer her damit. Ja. Macht Spaß. Tim darf mich auch ruhig anschreiben in den Kommentaren. Ich gucke ja deine Videos, kommentiere auch immer. Also er wird mich irgendwo schon finden. Bestimmt. In dem Sinne beenden wir diesen kurzen, knackigen Pokémon-Y-Kampf und sehen uns im nächsten wieder. Arrivederci. Leute, sorry. Warte auf deinen... Ja, sorry. Lern, wo dein Platz ist.